Vielen Dank für die freundliche Einführung und auch die Einladung und die Möglichkeit, hier heute sprechen zu können und quasi die ersten Ergebnisse meines Forschungsprojektes vorstellen zu können. Ich gehe gleich los mit einem Beispiel aus der jüngeren Geschichte. Vor 6 Jahren, im Juni 2016, triumphierte in Hamburg ein Dachverband von Bürgerinitiativen, die sich gegen zu viele Flüchtlinge in ihrer Nachbarschaft gewehrt hatten. Mit einem sogenannten Bürgervertrag sicherte der Senat den Initiativen für Integration, wie sie sich nannten, zu pro Stadtteil eine bestimmte Höchstzahl von unterzubringenden Geflüchteten nicht zu überschreiten. Die Initiativen, die vor allem in randstädtisch gelegenen Stadtteilen wie Rissen verortet waren, hatten einen Erfolg errungen. Ihre Ablehnung von Großsiedlungen für Geflüchtete vor ihrer Haustür begründeten sie dabei, anders als parallele Proteste in anderen Regionen Deutschlands, nicht mit plumpem Rassismus, sondern mit einer Sorge um die, so hieß es, Integration der Angekommenen und einer Warnung vor der Bildung von Ghettos. Sieht man auch auf diesem Plakat einer Demonstration dieser Initiative. Dieses Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit verweist auf einen Diskurs, der die Debatte um die migrantische Präsenz in westdeutschen Großstädten seit den frühen 70er Jahren geprägt hat. In wechselnden Konjunkturen und offenbar mit einer bis heute andauernden Wirkmächtigkeit der Beschwörung drohender Ghettos. Der Gegenstand der artikulierten Befürchtungen, Warnungen oder Bedrohungsszenarien, eine hohe Präsenz von Migranten, von Nichtdeutschen oder Geflüchteten in einem spezifischen urbanen Raum, ist dagegen ein Phänomen, dessen Spuren sich historisch deutlich länger zurückverfolgen lassen als dieser Diskurs selbst. In meinem heutigen Vortrag möchte ich diese beiden Aspekte beleuchten, also sowohl den Diskurs um migrantische Quartiere, zum Beispiel sogenannte Ausländerghettos oder ethnisch gelabelte Stadträume, ein Diskurs, der vor allem ein Diskurs über Migranten war, nicht mit ihnen, als auch die Funktion, die diesen städtischen Räumen für die Migrantinnen und Migranten in ihren Ankunftsprozessen zukam. Dabei fokussiere ich mich vor allem auf zwei zeitliche Phasen, die auch Gegenstand meines aktuellen Forschungsprojekts sind. Zum einen ist das die Zeit der Urbanisierung und Hochindustrialisierung seit dem späten 19. Jahrhundert, wobei ich auch die frühen Nachkriegsjahre in der Weimarer Republik einbeziehe. Zum anderen die Zeit von den frühen 1960ern bis zu den mittleren 1980er Jahren, die von institutionalisierter Arbeitsmigration, man hatte es schon genannt, die Anwerbeabkommen, aber auch verschiedenen Fluchtbewegungen, vor allem gegen Ende dieses Zeitraums, geprägt waren. In den folgenden etwa 50 Minuten werde ich Einwanderungsviertel in beiden Zeitphasen untersuchen, und zwar mit Blick auf erstens die Siedlungsmuster von Migrantinnen und Migranten im Großraum Hamburg, zweitens den öffentlichen Diskurs und etwaige lokalpolitische Regulierungsformen migrantisch geprägter Quartiere, und drittens werde ich der Funktion dieser Quartiere in Ankunftsprozessen von Migranten nachspüren und dabei auf die Bedeutung sozialer Infrastrukturen und die unterschiedlichen Raumbezüge migrantischer Akteurinnen und Akteure eingehen. Damit komme ich zum ersten Punkt. Für einen Vergleich von Ankunftsquartieren in den beiden Untersuchungszeitraum müssen zunächst die unterschiedlichen Stadt- und migrationshistorischen Kontexte beleuchtet werden, was ich kurz und vorhin skizzieren werde. Das Territorium, das wir heute als Bundesland Hamburg kennen, war ja im späten 19. Jahrhundert noch geteilt in einen Stadtstaat Hamburg und umliegende preußische Städte und Gemeinden, wobei insbesondere Altona, Wandsberg, Harburg und Wilhelmsburg als größere Vororte hervorzuheben sind. Erst mit dem Groß-Hamburg-Gesetz von 1938 wurden diese dann eingemeindet. Urbanisierung, Hochindustrialisierung, die enorme Ausweitung des Welthandels waren im ausgehenden 19. Jahrhundert treibende Kräfte der Umstrukturierung des städtischen Raumes. Die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Hamburg wuchs zwischen 1889 und 1913 von 534.000 auf über 1 Million und verdoppelte sich damit nahezu. Im Ersten Weltkrieg ging sie dann wieder etwas zurück, um bis 1925 erneut auf über 1 Million anzusteigen. Noch massiver expandierten die Vororte Hamburgs, etwa das preußische Wilhelmsburg, das von einer dörflichen Gemeinde zu einem industriellen Arbeitervorort expandierte. 1885 wohnten auf der Elbinsel rund 5.000 Menschen, 1915 waren es dann bereits 32.000, 6-mal so viel wie 30 Jahre zuvor. Wer waren die Zuwanderer und Zuwandererinnen, die neben der erhöhten Geburtenrate und der sinkenden Sterblichkeit für diesen Zuwachs verantwortlich waren?
Mit Blick auf die Staatsangehörigkeit waren es vor allem Binnenmigranten, die aus verschiedenen Regionen des Deutschen Reiches stammten und durch die Arbeitsangebote und vergleichsweise hohen Löhne in Hamburg angezogen wurden. Der größte Teil von ihnen stammte aus den ländlichen Regionen Norddeutschlands, aus Schleswig-Holstein, der Provinz Hannover und Mecklenburg. Ein erheblicher Teil kam aber auch aus den preußischen Ostprovinzen, also auch Posen und Ostpreußen, darunter viele Polen und Polen, aber auch aus Sachsen und anderen Teilen des Reiches. Der Anteil der Migranten aus dem Ausland, dem gegenüber vergleichsweise gering, müsste man das im heutigen Maßstab, und schwankte zwischen 2 und 3% der Bevölkerung. Dabei war es vor allem das multinationale Habsburger Reich, aus dem die meisten Zuwanderer stammten. Die Zahl der österreichisch-ungarischen Reichsangehörigen in Hamburg stieg zwischen 1890 und 1910 von rund 4.000 auf über 11.000 an. Sie sehen das in dieser Spalte, in der drittletzten Spalte, dass es vor allem die erste Dekade des 20. Jahrhunderts war, in der die Zahl dieser Migranten sprunghaft anstieg. Die Zahl derer, die von außerhalb Europas kamen, blieb demgegenüber vor dem Ersten Weltkrieg knapp unter 2000, sank sogar noch relativ. In welchen Teilen der Stadt ließen sich diese Migranten nun nieder? Für die Stadt Hamburg muss zunächst festgestellt werden, dass es generell keine ausgeprägte Segregation von Migranten gab. Ein Anteil von 40 bis 50% an Bewohnerinnen, die nicht in der Stadt geboren waren, war bei den meisten Stadtteilen in den 1890er Jahren die Regel. Ausländische Migranten waren einerseits relativ stark in den bürgerlichen Stadtteilen Roter Baum und Travertin vertreten, andererseits in der Neustadt und in beiden alten Vororten St. Pauli und St. Georg. In diesen drei Stadtteilen wohnten 1895 insgesamt 6.000 und damit knapp die Hälfte aller Ausländer in der Stadt Hamburg. Insbesondere in den Hafenvierteln ließen sich skandinavische, aber auch afrikanische und asiatische Seeleute und Migranten nieder. In meine Karte aus dem Buch von Robbie Aitken und Steve Rosenheft Black Germany mitgebracht, quasi die Verteilung der Wohnsitze von Afrikanerinnen und Afrikanern in diesem Zeitraum 1884 bis 1917 gemerkt habe. Und Sie sehen deutlich, dass quasi die Neustadt und St. Pauli so die zentralen Wohnorte der meisten afrikanischen Migranten waren. Fragt man nach der Verteilung polnischer Migranten im Stadtgebiet, von denen die meisten ja preußische Staatsangehörige waren, stehen wir vor dem Problem, dass uns entsprechende statistische Daten fehlen. Aufgrund der Präsenz polnischer Vereine lässt sich aber annehmen, dass es Ansiedlungsschwerpunkte um die kleine St. Michaeliskirche in der südlichen Neustadt gab, sowie in den Arbeiterquartieren Hohenburgsort, damals der ärmste Stadtteil Hamburgs, auf der Veddel und in Barmberg. Das Ausmaß der Segregation scheint dennoch nicht sehr stark gewesen zu sein. So beklagte sich der polnische Wahlverein 1912, dass, Zitat, die Landsleute in ganz Hamburg zerstreut sind, was die politische Agitation erschwere. Demgegenüber hat Elke Horschild für Wilhelmsburg anhand der zeitgenössischen Adressbücher auf Grundlage polnisch klingender Namen die räumliche Verteilung polnischer Haushalte herausgearbeitet. Das ist eine Dissertation aus Mitte der 80er Jahre. Und das Verfahren ist insofern nicht unproblematisch, dass es ja durchaus auch Polen gab, die deutsch klingende Namen hatten und auch die Zugehörigkeit zur polnischen Nationalität oft erst Ergebnis zeitgenössischer Nationalisierungsprozesse war. Nichtsdestotrotz möchte ich Ihre Ergebnisse hier kurz anführen. Demnach belief sich der Anteil polnischer Haushalte im Bezirk Reierstieg, in dem das quasi der Bezirk Nordwesten der Elbinsel 1904 auf knapp 28% und bis 1920 auf 38% zu steigen. Innerhalb des Bezirks machte Hauschild zwei Areale aus, die von Straßenzügen mit 50 bis 80% polnischen Bewohnerinnen und Bewohnern geprägt waren. Das war einerseits die Gegend rund um die Wollkämmerei, das größte Unternehmen der Elbinsel, die viele Zuwanderer beschäftigte, und die dort befindliche katholische Kirche sowie den Norden des Reierstadtviertels in der Nähe zahlreicher Industriebetriebe. Wie wandelten sich diese Siedlungsmuster mit dem Ersten Weltkrieg und den Kriegsfolgemigrationen? Zunächst ist die große Gruppe deutscher Flüchtlinge hervorzuheben, die im Laufe des Krieges und infolge der Gebietsverluste des Reiches in den Westen geflohen waren. 1921 sollen 18.000 deutsche Flüchtlinge in Hamburg untergebracht worden sein, was knapp 2% der damaligen Bevölkerung entsprach. In welchen Stadtteilen sich diese Flüchtlinge primär niederließen, nach noch der Untersuchung, doch gibt es bisher keine Hinweise auf besondere Flüchtlingsquartiere.
Für Wilhelmsburg kann demgegenüber konstatiert werden, dass es vor allem die vormaligen Ankunftsquartiere früherer Migranten waren, insbesondere eben die Bezirke Reiherstieg, Rotehaus, das ist quasi der in der Mitte gelegene nördliche Bezirk, und die Hafensiedlung Neuhof, die zum Ansiedlungsort der rund 1800 Geflüchteten wurden, die bis Ende 1920 die Gemeinde erreicht hatten. Ich habe Ihnen jetzt meine Auswertung mitgebracht. Das ist keine vollständige Auswertung, aber von 326 Haushalten, die in den vier Jahren zwischen 1919 und 1923 in Wilhelmsburg untergebracht wurden, mit rund 1400 Personen. Es ist so ein bisschen schwierig, diese Statistik, weil die Wohnsitze sich wahrscheinlich auf 1932 beziehen, also knapp 10 Jahre später. Aber wenn man sich das anguckt, sind quasi 85% der Flüchtlinge wohnten 10 Jahre nach ihrem Ankommen in den drei nordwestlichen Bezirken Neuhof, Reiherstieg und Rotehaus. Man muss dazu sagen, dass natürlich die anderen Teile Wilhelmsburgs damals auch noch eher ländlich geprägt waren. Diese Fluchtbewegungen 1920 riefen dann auch Konflikte hervor. So empörte sich der deutsch-nationalistische Reichsverband Ostschutz im Oktober 1920 in einem Brief an das Rote Kreuz empört, dass, Zitat, die schuldlos verarmten Flüchtlinge ihre Familie in den Kellern verkommen sehen, während in den gesunden, gelassen über ihnen Hunderte von Nationalpolen wohnen. Zitat Ende. Und dieses Zitat, das führe ich insofern an, weil es darauf verweist, dass in diesem Fall eine Gruppe neu ankommender Flüchtlinge auf eine etablierte, also gewissermaßen etablierte, aber als ethnisch anders definierte Gruppe früherer Migranten stieß. Eine Konstellation, die in diesem Fall natürlich noch durch die außenpolitischen Umstände der Nachkriegszeit, also mit der Gründung des polnischen Staates und den deutsch-polnischen Konflikt um Gebiete wie Oberschlesien noch verschärft wurde. Zweitens kam es in der Nachkriegszeit zur Herausbildung kleinerer räumlicher Siedlungscluster von Migrantengruppen, die als besonders fremd galten und zum Teil einem verstärkten gesellschaftlichen Rassismus ausgesetzt waren. So ließen sich viele osteuropäische Jüdinnen und Juden aufgrund der restriktiven Zuwanderungspolitik Hamburgs im benachbarten Altona nieder, und zwar relativ dicht an der Stadtgrenze. Vielleicht kann man die Straßen jetzt nicht erkennen, aber vor allem in der Gegend um die Wohlersallee und die damalige Adolf, die heutige Bernstorffstraße. Zitat: Ein Mietshaus nach dem anderen füllte sich mit Einwanderern aus dem Osten, die häufig zunächst den Umweg über die Fischmarktgegend genommen hatten, wo die sanierungsbedürftigen Wohnungen von den Alteingesessenen nach und nach verlassen wurden und für billigen Mietpreis zu haben waren. Zitat Ende. So skizziert Ulla Hindenberg die damalige Entwicklung. Nicht um Flüchtlinge handelte es sich dagegen bei den rund 100 chinesischen Migranten, die sich rund um die Schmuckstraße in St. Pauli und im angrenzenden Altona niederließen. Der Historiker Lars Amender hat die Geschichte dieser Migration in seiner Studie rechts und bildet auch ein empfehlenswertes Buch nachgezeichnet. Insofern sei das hier nur kurz darauf hingewiesen. Schließlich ist drittens eine Gruppe von Zuwanderern zu nennen, die oftmals aus dem Blick der Forschung gerät, dass sie eigentlich nicht so recht in unser Bild des Migranten zu passen scheint, nämlich Elite-Zuwanderer, zum Beispiel Flüchtlinge aus dem Adel und Bürgertum. Fragt man zum Beispiel für das Jahr 1925 nach den Hamburger Stadtteilen mit den höchsten Ausländeranteilen, stehen mit 5 bzw. 4% an der Spitze Roter Baum und Haberstehude. Stadtteile, die sich seit der Jahrhundertwende zu Zentren des jüdischen Lebens entwickelt hatten. Insofern ist auch zu vermuten, dass viele jüdische Flüchtlinge hier sich niederließen, aber gleichzeitig auch mit der russisch-orthodoxen Kirche auch quasi christliche Flüchtlinge aus dem Russischen Reich nach der Revolution eine Anlaufstelle boten. Das bis hierhin skizzierte Bild der Siedlungsmuster von Migranten ist ein vorläufiges. Weitere Forschungen sind nötig, um die Konturen von Hamburg als Raum der Migration im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert zu zeichnen und die Faktoren, die zu bestimmten dieser Siedlungsmuster führten, herauszuarbeiten. Insofern mache ich jetzt einen zeitlichen Sprung und springe quasi in die 60er und die frühen 70er Jahre. Diese waren bekanntlich, wurde schon angesprochen, durch die Arbeitsmigration aus Süd- und Südosteuropa geprägt, die
durch die verschiedenen internationalen Anwerbeabkommen institutionalisiert worden waren. Gleichzeitig gab es natürlich aber auch immer eine Migration, die nicht über diese Abkommen verlief. Seit Mitte der 70er Jahre kam dann auch verstärkt die Zuwanderung über das Asylverfahren hinzu. Hinzu kamen kleinere Gruppen anderer Migranten, etwa ausländische Studierende aus Afrika und Asien oder Geschäftsleute. In den Nachkriegsjahrzehnten bildete Hamburg, sieht man von West-Berlin ab, die größte Stadt der alten Bundesrepublik. Doch fielen die Bevölkerungszahlen von rund 1,8 Millionen 1960 auf unter 1,6 Millionen 25 Jahre später. Zuwanderung in die Stadt erfolgte so insofern gewissermaßen gegen den dominanten Trend urbaner Mobilität. Wie der Historiker Mike Reuke gezeigt hat, entdeckten Hamburgerinnen und Hamburger in diesen Jahren das Leben in den suburbanen Vororten im Umland als attraktive Alternative zur Großstadt. Die Lücken, die sie hinterließen, füllten Arbeitsmigranten und ihre Familien, die aus Spanien, Portugal und Italien, aber auch Jugoslawien und der Türkei kamen. Die Zahl der Ausländer erhöhte sich in 25 Jahren um mehr als das Vierfache, von 34.000 auf über 150.000, damit knapp 10% der Bevölkerung. Wo in Hamburg wohnten nun diese Migranten? Für die 60er Jahre liegen keine statistischen Daten über einzelne Stadtteile vor, aber eine 1972 vorgenommene Sonderauswertung des Statistischen Landesamtes zeigt, dass es vor allem die Bezirke Altona, Harburg und Mitte waren, in denen besonders viele Migrantinnen wohnten. Ich habe hier mal eine Tabelle mit einzelnen Stadtteilen mitgebracht und auch die gelb markierten St. Pauli und Wilhelmsburg. Sie sehen, dass sich in diesen 70er Jahren dort die Zahl der Migranten besonders stark erhöhte. Teilweise um das Doppelte oder fast das Doppelte. Bedingt war das teilweise auch dadurch, durch die in den Anwerbeabkommen vorgeschriebene betriebliche Unterbringung der Migranten. So gab es 1972 insgesamt 917 Unterkünfte in der Stadt, in denen über 23.000 Arbeitsmigranten lebten. Über 15.000 davon, also etwa zwei Drittel, verteilten sich auf die drei Bezirke Altona, Harburg und Mitte. Schaut man sich die Stadtteile mit einer größeren migrantischen Bevölkerung genauer an, kann man unterscheiden zwischen einem innerstädtischen Areal, zwischen Ottensen im Westen und St. Georg im Osten auf der einen Seite und Stadtteilen, die eher industriell geprägt waren, eher etwas peripherer gelegen waren, auf der anderen Seite. Das ist dann so ein bisschen dieser Gürtel von Neuenfelde im Westen bis zur Wildroog im Osten, später dann auch Bildschirm. Entscheidende Faktoren für die Ausbildung migrantisch geprägter Quartiere waren erstens die Nähe zu Arbeitsplätzen, bedingt auch durch diese Wohnheimlage, und zweitens eben ein günstiges Angebot an Wohnraum, das zugänglich war. Letzteres war angesichts eines verbreiteten gesellschaftlichen Rassismus bei der Wohnungsvergabe nicht in allen Teilen der Stadt selbstverständlich. Hinzu kam der Umbruchsprozess in der Stadtentwicklung, der mit dem Verfall der innerstädtischen Altbauquartiere einherging. Insbesondere junge deutsche Familien verließen diese Stadtteile, um Haus ins Grüne zu ziehen, ich hatte es erwähnt. Unklare Zukunftsaussichten führten zu ausbleibenden Investitionen und dem Verfall der Bausubstanz. Deutlich etwa in Ottensen oder im Wilhelmsburger Reiherstiegviertel, dessen Erhalt als Wohnquartier erst 1977 vom Senat beschlossen wurde. Vorher war es immer noch unklar, der Ortsteil nicht doch komplette industrielle Nutzung zugeführt werden sollte. Wie änderten sich diese Siedlungsmuster dann in den 80er Jahren oder in der Wende zu den 80er Jahren? Ich habe hier eine Karte vom Statistischen Landesamt mitgebracht, die quasi die Veränderung in den Ausländerzahlen pro Stadtteil merkt, für die vom Jahr 1980 bis 1981. Und quasi genau rot, besonders rot ist natürlich der höchste Anstieg um mehr als 10%. Und Sie sehen, dass es vor allem die Stadtteile ganz am Rand der Stadt waren, vor allem im Westen, die hohe Anstiege erlebten. Das heißt, es kam letztlich auch zu einer Diversifizierung der Wohnquartiere von Migranten. Und die Sozialwissenschaftlerin Margit Bonacker und Reinhard Häufele haben in einer Studie 1986 sich das genauer angeguckt und dabei vier Formen migrantischer Wohnquartiere unterschieden, neben die als typisch bezeichneten innerstädtischen, wie sie es nannten, Ausländerwohnquartiere mit schlechter Altbausubstanz, seien erstens Wohngebiete im Osten mit Gebäudebestand aus den 50er und 60er Jahren getreten, etwa Barmbek,
zweitens Großsiedlung am Stadtrand und drittens Stadtteile am äußeren Rand der Metropole. So erhöhte sich die Zahl der Einwohnerinnen ohne deutsche Staatsangehörigkeit, etwa in Wildstedt im Osten der Stadt, einen von Armut und neu errichteten Großsiedlung geprägten Stadtteil zwischen 1972 und 1989 um jetzt das Fünffache von rund 2000 Menschen auf über 12.000 Personen. Zurückzuführen war diese Entwicklung zum einen auf das weitere Wachstum der ausländischen Bevölkerung bei gleichzeitigem Rückgang der gesamten Bevölkerungszahlen bis 1986. Zum anderen wurde immer wieder konstatiert, dass Migranten im Zuge einer Verfestigung ihres Aufenthaltes bereit seien, mehr Geld für die Miete zu zahlen. Gleichzeitig erhöhte sich der Anteil an Sozialwohnungen, die an ausländische Staatsangehörige vergeben wurden. Bereits zeitgenössisch wurde etwa kritisch angemerkt, dass die Vergabe durch die Wohnungsämter zu einem rapiden Anstieg der Ausländeranteile in großen Siedlungen wie Kirchhof Süd geführt hätte. Und diese zeitgenössische Kritik verweist jetzt auf den gewissermaßen auf den nächsten Punkt, den nächsten Abschnitt, auf den ich eingehen will, die Diskurse und Regulierungsansätze in Bezug auf diese Quartiere. Und genau, ich springe wieder zurück in die Zeit um 1900. Wie wurden diese migrantisch geprägten Quartiere im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert öffentlich wahrgenommen? Geht man in die USA, kam es dort vor dem Hintergrund der verschiedenen Einwanderungsprozesse und ihrer Auswirkungen auf die Struktur von Großstädten wie New York oder San Francisco zur Herausbildung ethnisierender Begrifflichkeiten für bestimmte Stadtteile. Von Little Germany, Kleindeutschland bis Chinatown. Die Historikerin Donna Gabaccia hat nachgezeichnet, wie es in New York der 1880er Jahre zur Entstehung des Begriffs Little Italy kam, der sich in den folgenden 100 Jahren über die ganze Welt verbreitete und von italienischer Migration geprägte Stadtviertel, aber zunehmend auch andere Orte, etwa Restaurants, zu bezeichnen. Dabei handelt es sich nicht um einen Begriff der Migranten selbst, für die damals oftmals noch regionale Herkunftszugehörigkeiten viel bedeutsamer waren, also aus welcher Gegend, Ortschaft von Sizilien etwa die Migranten kamen. Stattdessen waren es US-amerikanische Journalisten, aber auch Schriftsteller, die zur Popularisierung solcher Begrifflichkeiten beitrugen. Die damit bezeichneten städtischen Räume wurden gewissermaßen als ethnisch homogen imaginiert, was sie in der Regel nicht waren, und als Außenposten eines fremden Landes. Dabei schwanken die Darstellungen zwischen Konnotationen von Kriminalität, Seuchen und unhygienischen Zuständen auf der einen Seite und einer positiv konnotierten Exotisierung auf der anderen Seite, festgemacht zum Beispiel an der als fremd empfundenen Gastronomie. Vergleichbare Prozesse lassen sich auch für einzelne europäische Metropolen ausmachen, etwa das von osteuropäisch-jüdische, aber auch anderer Zuwanderung geprägte Londoner East End. Wie sah es nun in Hamburg aus? Vor dem Ende des Ersten Weltkrieges lassen sich entsprechende Bilder und Begriffe für die Metropolregion Hamburg nur sehr vereinzelt ausmachen. In der Presseberichterstattung dieser Jahre bin ich kaum auf solche Darstellungen gestoßen. Was es dagegen gab, waren umgangssprachliche Bezeichnungen wie Klein-Warschau oder Klein-Österreich. So sprachen deutsche Bewohnerinnen Wilhelmsburgs von Klein-Warschau, wenn sie sich auf die Gegend rund um die Wolkenmacherei bezogen, in der überwiegend polnische Migranten wohnten. Ich habe hier auch ein Zitat aus einem Brief von aus den 60er Jahren mitgebracht, in der eine Zeitzeuge quasi diesen Begriff Klein Österreich auf ein Quartier in Harburg bezieht. Zu Wilhelmsburg lässt sich genau diese alltagssprachliche Verwendung von Begriffen wie Klein Warschau und Fische ausmachen, aber gleichzeitig wurden auch bestimmte einzelne Orte oder Gebäude mit solchen ethnisierenden Begriffen belegt. So zum Beispiel wurde eins der Wohnhäuser als polnisches Konsulat oder polnische Botschaft bezeichnet. Und es ist eigentlich sehr interessant, dass dieser Begriff bis in die 1970er Jahre überdauert. Also das sind Zeitungsartikel aus der Wilhelmsburger Zeitung von Mitte der 70er Jahre, in der quasi von Abriss dieses Wohnhauses berichtet wird und wie selbstverständlich das polnische Generalkonsulat benutzt wird. Und interessant ist zudem, dass zu diesem Zeitpunkt in diesem sogenannten polnischen Konsulat Arbeitsmigranten aus Südeuropa lebten, also eine neue Migrantengruppe, die dieses Gebäude nutzte. Letztlich wissen wir von diesen Zeichnungen aber
von so etwas abgesehen, vor allem aus den Erinnerungen von Menschen, die in diesen Quartieren aufwuchsen, teilweise in den 80er Jahren lebensgeschichtliche Interviews führten und entsprechendes berichteten. Und die zeitgenössische Presse fand solche Bezeichnungen daneben nur selten Eingang. Insofern war es die Ausnahme, wenn die Williamsburger Gemeindezeitung 1911 von einer, Zitat, Messerstecherei im polnischen Viertel, Zitat Ende, berichtete. Dies änderte sich teilweise in den 1920er Jahren, wie Lars Amenda in seinen Forschungen zum sogenannten Chinesenviertel auf St. Pauli gezeigt hat, als ungewöhnlich, exotisch und geheimnisvoll, aber auch als Ort kriminaler Machenschaften des Opiumkonsums und von, Zitat, wilden, fantastischen Orgien, porträtierten zeitgenössische Beobachterinnen und Journalisten die Schmuckstraße. Und genau, so einzelne Hinweise habe ich auch vor Altona gefunden. Also ein Zitat aus dem Hamburgischen Korrespondenz der Zeitung von 1923, in dem es hieß, das Leben und Treiben einzelner Altonaer Stadtteile erinnerte stark an das polnische, galizische und ukrainische Städte. Mit der zunehmenden Sichtbarkeit von Migrantinnen und Migranten in den innerstädtischen Wohnquartieren westdeutscher Großstädte um 1970 entwickelte sich ein Diskurs der Problematisierung dieser urbanen Präsenz, der auf den Ghetto-Begriff aus den USA rekurrierte. Und die Zustände in US-amerikanischen schwarzen Vierteln, wie es hieß, auch in Deutschland, als auch in Deutschland drohende Schreckgespinst zeichnete. Wie die Historikerin Christiane Reinicke gezeigt hat, kam es dabei zu einem Zusammenspiel von skandalisierender journalistischer Berichterstattung. Sie sehen hier ein entsprechendes Spiegel-Cover von 1973, Ghettos in Deutschland, 1 Million Türken. Also skandalisierender Presseberichterstattung auf der einen Seite, sozialwissenschaftlicher Segregationsforschung auf der anderen Seite und politischen Bemühungen, die Bildung sogenannter Ausländer-Ghettos zu verhindern. Dabei ging man von der Vorstellung aus, dass ein höherer Grad an Segregation im umgekehrten Verhältnis zur erwünschten Integration in die deutsche Gesellschaft stünde. Je stärker ein Raum verteilt, umso leichter zu integrieren, so lautete die Gleichung. Stattdessen sahen sich Lokalpolitiker und Behörden in den 70er Jahren aber mit einem entgegengesetzten Prozess konfrontiert. Die innerstädtischen Quartiere verfielen zusehends, deutsche Familien zogen aus und Arbeitsmigranten rückten nach. Die Konzentration von Ausländern in den innerstädtischen Wohngebieten drohte damit nicht nur die Integration zu blockieren, sondern auch zur Gefahr für die Stadtentwicklung insgesamt zu werden. Bereits in den 1960er Jahren hatten Politiker in Hamburg, auch in Hamburg vereinzelt vor der Gefahr der Entstehung von Ghettos gewarnt und im Bericht des Senats über die wirtschaftliche und soziale Lage der ausländischen Arbeitnehmer von 1971 veröffentlicht wurde und eigentlich gewissermaßen das erste längere programmatische Dokument zur städtischen Migrationspolitik in dieser Zeit bildete. In diesem Bericht wurden, Zitat, geschlossene Ausländersiedlungen explizit abgelehnt, mit der Begründung, eine solche Ghettobildung führe zu sozialen Konflikten. Die Ablehnung von Ghettobildung im Bericht verweist auf einen diskursiven Wandel in der Gastarbeiterdebatte, die sich als Abkehr von der Darstellung der Migranten als bemitleidenswerte Opfer darstellte. Zitat, die Gastarbeiter selbst galten nun unversehens als ein Problem, das die soziale Harmonie in den deutschen Großstädten bedrohe. Zitat Ende. Fasst Karl Christian Führer diese Entwicklung zusammen. Auch in Hamburg ließ sich dieser Diskurs ausmachen. Ich habe Ihnen hier zwei Zeitungsartikel mitgebracht. Im November 1974 beschwor das Hamburger Abendblatt etwa eine angebliche Ausländerflut, die mit der Ghettobildung einhergehen würde. Und oftmals verknüpft bei dieser Ghetto-Diskurs dann auch mit der Zeichnung von innerstädtischen Gebieten als Slums mit ja, verfallenen Wohnraum. Das hatte dann auch politische Konsequenzen in der Regierungserklärung von Hans-Ulrich Klose, die 2 Monate später, also im Januar 1975 erfolgte, nahm die Frage der innerstädtischen Altbauviertel eine zentrale Rolle ein. Klose sprach von, Zitat, negativen Trends in der Bevölkerungsstruktur und Prozessen der sozialen Entmischung, Erosion und Verslammung. Als einen Indikator dieser Prozesse wertete er den Anteil der Ausländer in den Vierteln. Zitat, gegenwärtig erleben wir in Hamburg, wie auch in anderen deutschen und europäischen Großstädten, einen Prozess der Konzentration von Ausländern in bestimmten Stadtteilen. Diese Konzentration vollzieht sich ungesteuert und folgt einer, so scheint es, fast zwangsläufigen Eigengesetzlichkeit.
Es hilft nicht, diese Entwicklung bedauernd zu beobachten und mit Reizworten, zum Beispiel Ghettobildung, zu beschreiben. Sie muss unter stadtentwicklungspolitischen Gesichtspunkten gesteuert werden. Auf Grundlage dieser Argumentation kündigte Klose dann ein Konzept zur Ausländerpolitik an. Seine Regierungserklärung war nicht die erste Beschäftigung des Senats mit diesem Phänomen. Arbeits- und Sozialsenator Ernst Weiß hatte bereits im Dezember 1973 vorgeschlagen, einzelne Stadtteile für den Zuzug von Ausländern zu sperren, um eine, Zitat, Bildung von Slums und Ghettos zu verhindern. In der Folge kam es zur Bildung einer behördenübergreifenden Arbeitsgruppe, die sich dem, wie es genannt wurde, Gastarbeiterproblem unter dem Aspekt der Stadtentwicklung widmen sollte. Ziel war es, die Prozesse der, Zitat, Ausländerkonzentration bzw. Agglomeration von Gastarbeitern zu untersuchen, zu ermitteln, welche Stadtteile besonders gefährdet seien, Ursachen festzustellen und Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Zu Beginn gab es dabei auf Behördenseite ganz unterschiedliche Vorstellungen und über die Ursachen des Phänomens, aber auch über die Lösungen. So hieß es in einem Papier der Senatskanzlei etwa apodiktisch, Zitat, nationale Minderheiten haben die Neigung zur räumlichen Absonderung, Zitat Ende. In schlechten Wohnungen zu leben, entspricht dem ausgeprägten Sparwillen dieser ausländischen Arbeitnehmer. Die Arbeitsgruppe begann dann mit der Sammlung quantitativer Datensätze, Ortsbegehungen und entwickelte erste Hypothesen über Problemlagen und Ursachen. Auf der Basis von Wohnblockdaten wurden dabei 16 Gebiete ermittelt, die als, so hieß es, auffällig bzw. gefährdet galten. Dazu zählten vor allem zentral gelegene Stadtteile wie Ottensen, St. Georg, St. Pauli, Altena, Eimsbüttel, aber auch Wilmsburg und Harburg. Immer wieder wurde in den verwaltungsinternen Dokumenten ein Bild evoziert, dass Stadtteile durch die Präsenz von zu vielen Migranten bedroht oder gefährdet seien. Sogar Wortschöpfungen wie, Zitat, Gastarbeiter gefährdet oder die Rede von einer fortschreitenden Infiltration lassen sich in den Texten ausmachen. Insofern mutet die Feststellung, dass, Zitat, Gastarbeiter nicht die Ursache für den geringen Wohnwert der Wohnungen, in denen sie leben, seien, die in einem Papier der Senatskanzlei 1974 formuliert wurde, fast schon bemerkenswert an. An der Bedrohungs- und Gefährdungsterminologie wurde jedoch weiter festgehalten. Schließlich beauftragte der Senat im Herbst 1974 die Firma Gevos mit einer Studie, die quasi den Zusammenhang von räumlicher Verteilung bzw. Wohnverhältnissen auf der einen und der Integration von Arbeitsmigranten auf der anderen Seite untersuchen sollte. Die Autorin der Studie, Angelika Schildmeier, betonte, dass nicht die Präsenz der Migranten an sich das Problem darstelle, sondern ihre nicht gegebene Chancengleichheit, die eine Integration erschwere. Die Konzentration von Migranten im städtischen Raum, die auch sie in ihrer Studie mit entsprechenden Karten illustrierte, wo quasi der Anteil der jeweiligen Gastarbeiter in der Bevölkerung in unterschiedlichen Abstufungen herausgearbeitet wurde, diese Konzentration führte sie auf den schlechteren Zugang von Migranten zu Wohnraum zurück. Sie lehnte den Ghetto-Begriff zur Charakterisierung der Viertel ab, sprach aber vor Ort im Sinn von Anzeichen von Verslammung. Maßnahmen zur Veränderung der demografischen Struktur verwarf sie als Lösungsansatz und schlug stattdessen eine Kombination aus städtebaulichen und sozialpolitischen Maßnahmen vor. Klare Pläne zur Zukunft der Stadtteile, die Modernisierung von Wohnungen, verbesserte Beratungsangebote sowie den Ausbau der sozialen Infrastruktur. Letztlich folgte der Senat Schildmeiers Ansatz in vielen Aspekten und nicht nur in der Art und Weise, diese Stadtteile zu mappen. Das ist hier eine Karte, die quasi den Leitlinien für die hamburgische Außenpolitik, ne, Ende 1976 veröffentlicht wurden, beigelegt worden war, wo dann quasi die verschiedenen der Ausländeranteil in den verschiedenen Baublocken in unterschiedlichen Farben dargestellt wurde. Diese Leitlinien waren letztlich Ergebnis der genannten behördenübergreifenden Arbeitsgruppe. Auch in diesen Leitlinien wurde die Ausländerkonzentration in spezifischen Stadtteilen weiterhin als Problem benannt und eben durch solche Karten dann auch verstärkt grafisch visualisiert. Auch wenn der Bedrohungsdiskurs tendenziell entschärft wurde, so ging der Senat optimistisch von einer Verbesserung der Einkommens- und damit auch der Wohnverhältnisse von Migranten aus. Als Ziel wurde dennoch weiterhin postuliert, allzu hoch eingestufte Ausländerkonzentration abzubauen. Doch auf welchem Weg sollte dies geschehen? Die senatsinterne Arbeitsgruppe
hatte zunächst lange die Idee einer Zuzugssperre für einzelne Stadtteile erörtert. Vorbild war hier West-Berlin, das eine solche Zuzugssperre für die drei Bezirke Kreuzberg, Tiergarten und Wedding zum 1. Januar 1975 erlassen hatte. Doch die Senatskanzlei und die Innenbehörde standen einer solchen Lösung skeptisch gegenüber, da sie davon ausgingen, dass Migranten ein solches Verbot faktisch unterlaufen würden und dass es kaum zu kontrollieren sei. Zitat: Den Abbau der Ausländerkonzentration mittels Einführung administrativer Zuzugssperren in Konzentrationsgebieten lehnt der Senat ab, hieß es deshalb in den Leitlinien. Statt einer generellen ausländerrechtlich verfügten Zuzugssperre wählte der Senat den wohnungspolitischen und städtebaulichen Weg. Über Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen sollten die freiheitlichen Viertel aufgewertet, die Lebensbedingungen verbessert und einkommensstärkere deutsche Familien angelockt werden. Eine restriktive Zuzugspolitik für einzelne Ortsteile hielt man sich jedoch über die Vergabe von Wohnraum offen, quasi als Zuzugssperre leid. So sollte Wohnungsbehörden und SAGA ausdrücklich ermöglicht werden, in dringenden Fällen Ausländern keine Wohnungen mehr in den sogenannten Konzentrationsgebieten zu überlassen. Diesen Weg wählte der Senat dann auch für den Ortsteil Wilhelmsburg-West, auch bekannt als Reiherstedtviertel, ein Areal, das seit Mitte der 1970er Jahre den stärksten Zuwachs an Migranten verzeichnete. Ein konkreter Anlass lag in der geplanten Räumung der Hafensiedlung Neuhof. Da Neuhof mittlerweile einen hohen Anteil von migrantischen Bewohnern hatte, viele Deutsche waren aufgrund der bevorstehenden Räumung weggezogen, befürchtete der Senat nun, dass eben diese Migranten nach ihrem erzwungenermaßen Auszug den Ausländeranteil im Dreierstadtviertel weiter in die Höhe treiben würden. Also dass sie quasi alle in das ein Viertel weiter östlich ziehen würden. Die Vergabesperre, die dann verhängt wurde, stieß auf den Protest von Bürgerinitiativen, Migrantenorganisationen und Konsulaten, die die Maßnahme für verfassungswidrig und ausländerfeindlich hielten. Die Einschätzung zu dieser Vergabesperre und ihrer Effektivität differierten in den folgenden Jahren. Anstatt zurückzugehen, stieg der Ausländeranteil in Wilhelmsburg weiter an. Während Befürworter der Maßnahme wie die Baubehörde damit argumentierten, die Vergabesperre sei ein Signal, Zitat, an die deutschen Mieter, dass die Stadt Maßnahmen zur Verhinderung einer Überfremdung ihres Stadtteils ergreift, Zitat Ende, und deshalb gewissermaßen von hohem symbolischen Wert, hielt man das Instrument in der Senatskanzlei der Sozialbehörde für rechtlich fragwürdig und weitgehend wirkungslos. Die Ausländerkonzentrationen hätten sich lediglich in angrenzende Quartiere, etwa die Fennel, verschoben. Vor diesem Hintergrund gingen die Behörden auf die Suche nach alternativen Instrumenten mit den Ausländern und um eben diese Ausländerkonzentration im städtischen Raum abzubauen. Mit den ausländerpolitischen Grundsatzentscheidungen des Senats von 1980 wurde die Erweiterung des Wohnungsangebotes für ausländische Haushalte jenseits der Konzentrationsgebiete zu neuen Leitlinien erklärt. Dahinter stand die Erkenntnis, dass viele Migranten vor allem deshalb in bestimmten Gebieten wohnten, da ihnen nur dort bezahlbare Wohnungen zugänglich waren. Verschiedene Maßnahmen wurden nun diskutiert, um dieser Situation entgegenzuwirken. Erstens wurde überlegt, Umzugsprämien an Ausländer zu vergeben, die den Stadtteil wechselten. Diese Maßnahme wurde zwar immer wieder vorgebracht, jedoch regelmäßig verworfen, da nicht sichergestellt werden konnte, dass Wohnungen nicht erneut an Migranten vergeben würden und die Umgezogenen auch wirklich außerhalb der Konzentrationsgebiete wohnen blieben. Zweitens erwartete man, wie private Unternehmen, Wohnungsunternehmen dazu gebracht werden könnten, verstärkt an Ausländerinnen zu vermieten. Die Ideen changierten zwischen Appellen und dem Abschluss von Verträgen, die zu bestimmten Quoten bei der Wohnungsgabe verpflichteten. Drittens wurde ins Gespräch gebracht, den Wohnungsmarkt im Konzentrationsgebiet zu deregulieren, mit der Hoffnung, dass so verstärkt deutsche Familien einziehen. Schließlich überlegte man selbst, eine Quotierung bei der kommunalen Wohnungsvergabe vorzunehmen. 1980 beauftragte der Senat die Bezirksämter, auf ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen den Bezirken bei der Wohnungsvergabe zu achten. Ein Appell, der 1,5 Jahre später als erfolglos bewertet wurde. Daraufhin wurde 1982 beschlossen, eine sogenannte Clearingstelle einzurichten, um, Zitat, die Verteilung der ausländischen Wohnungssuchenden zu lenken. Diese Leitstelle sollte regelmäßig auf Basis aktualisierter Daten für die Bezirke spezifische Richtwerte festlegen, nach denen dann Wohnungen vergeben werden sollen. So wurde angestrebt, Zitat, außerhalb der Ausländerballungsgebiete 10-15% der Wohnungen einer Wohnanlage an Ausländer zu vermieten.
Dieses Projekt misslang, da die Behörden und Bezirke sich letztlich nicht auf ein Verfahren einigen konnten. Zitat: Ihre eigentliche Aufgabe, die Wohnungsvergabe an Ausländer bezirksübergreifend zu steuern, hat die Clearingstelle bisher nicht aufgenommen, erklärte Sozialsenator Jan Behlers im Mai 1984. Bis auf die zwei Bezirksämter mit den höchsten Ausländeranteilen sprachen sich nun alle Behörden für ihre Abschaffung aus. Nach der Vergabestelle war damit auch ein zweiter Weg gescheitert, die vielfach problematisierten Ausländerkonzentrationen aufzulösen. In den folgenden Jahren nahmen lokale Medien und Politik mit einer wiederkehrenden Krisen- und Ghetto-Rhetorik Bezug auf migrantisch geprägte Quartiere. 1992 titelte das Hamburger Abendblatt: Die City wird zum Ghetto, und warnte, dass der Bezirk Mitte, Zitat, zum Krisengebiet zu werden drohe. So habe der Bezirk 33% aller Asylbewerberinnen und 27% aller Ausländer in der Stadt zu verkraften. Aber auch, Zitat, die höchste Zahl an Sozialhilfeempfängern, alleinlebenden Jugendlichen, Drogensüchtigen und Prostituierten. Zitat Ende. In diesem Diskurs ging es sowohl um alte Ankunftsquartiere wie St. Georg und St. Pauli, als auch um die neuen Großsiedlungen wie Mümmelmannsberg und Kirchdorf Süd. Bürgermeister Henning Foscherau brachte erneut einen, Zitat, Ausländerzuzugsstopp in bestimmte Stadtteile ins Gespräch. Parallel zu dieser Aktualisierung des Ghetto-Diskurses, der sich nun verstärkt auf eben diese Großsiedlungen verschob, und wobei es ja auch nicht nur um Migration ging, sondern eben auch um soziale Verelendung, die das Zitat eben auch schon angedeutet hat. Daneben lassen sich in den 80er Jahren aber auch erste Anzeichen eines, wenn man so will, gegen dieses Kurses ausmachen, oder eines positiven Blicks auf migrantisch geprägte Quartiere, nämlich als Orte der Vielfalt. Ethnische Diversität wurde dabei als bereicherndes Element für das urbane Leben dargestellt. Ich habe hier einen Spiegelartikel über St. Georg von Ende der 70er Jahre, in dem das sehr deutlich wird, eine längere Reportage. Aber auch eine Reportage des Hamburger Abendblatts über Ottensen 1985 verdeutlicht das. Dieser Bericht wies nicht nur auf den steigenden Anteil studentischer Bewohnerinnen im Stadtteil hin. Die Präsenz türkischer Anwohnerinnen und Anwohner wurde nun überraschend positiv porträtiert. Zitat: Die Türken geben dem Leben Farbe. Dies waren frühe Anzeichen einer Entwicklung, die zu Beginn des 21. Jahrhunderts dann eine größere Dynamik entfalten sollte. Bezeichnungen wie Galau-Strich für das Schanzenviertel verweisen nicht nur darauf, wie mit Migration verbundene Konsumgüter als Distinktionsmarke eines neuen Bürgertums fungieren, sondern auch auf die Assoziation aufgewerteter urbaner Räume migrationsbedingter Vielfalt. Damit komme ich zum dritten Teil meines Vortrages. Funktion dieser Quartiere für die Migranten selbst. Denn die städtischen Behörden in den 70er und 80er Jahren, insofern, ich habe das jetzt relativ ausführlich dargestellt, eine sehr negativ geprägte Sicht auf diese Quartiere einnahmen, gab es in der sozialwissenschaftlichen Forschung schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine Tendenz, die Bedeutung entsprechender Ankunftsräume als temporärer, aber notwendiger Strukturen oder Stationen im Migrationsprozess zu betonen. So sprach der US-amerikanische Soziologe Ernst Burgess in den 1920er Jahren von den Zones of Transition rund um den städtischen Kern, in denen sich Neuankommende ansiedelten, dort auf Netzwerke zugreifen konnten, um sich so langsam in der Stadt zu etablieren, verbunden dann mit dem sozialen Aufstieg und dem Wegzug in andere städtische Quartiere. Ich habe hier eine Karte aus dem Standardbuch der Stadtforschung über The City von 1925, wo er das so quasi idealtypisch darstellt. Also sie haben den innerstädtischen Kern in der Mitte und dann drumherum die Zones of Transition und auch so klein eingezeichnet Little Sicily, Ghetto, quasi die klassischen migrantischen Quartiere, und dann in der dritten Zone der Zone of Working Men's Homes finden Sie dann zum Beispiel das rechts links Bild Deutschland geschrieben, also quasi dann schon das Quartier der länger anwesenden Migranten, die sich schon etablieren und weiter wegziehen. Das ist so ein idealtypisches Modell. Dieses Modell der Chicagoer Schule der Stadtsoziologie wurde 2010 vom US-amerikanischen Journalisten Doug Saunders in seinem Buch Arrival City aufgegriffen.
Er zeichnet ein Bild von gigantischen Ankunftszonen weltweit, eine Perspektive, die dann in den letzten Jahren vor allem der geografischen Migrationsforschung aufgegriffen worden ist. Bei aller an manchen Punkten berechtigten Kritik, etwa an der Annahme eines mit räumlicher Mobilität per se verbundenen sozialen Aufstiegs, kann dieses Konzept produktiv sein, da es den Fokus auf migrantische Ankommensprozesse und die mit diesen verbundenen Netzwerke und Infrastrukturen richtet. So zeichnen sich Ankunftsquartiere demnach durch eine Konzentration entsprechender sozialer Infrastrukturen aus. Das können migrantische Geschäfte sein, die als Treffpunkte dienen, Vereine und religiöse Institutionen, aber auch informelle Orte, etwa der Hauptbahnhof. In meinem Projekt untersuche ich solche Infrastrukturen des Ankommens in migrantischen Quartieren und ihren Zusammenhang mit dem Wandel dieser Quartiere. Dabei geht es auch um die Frage, wie Migranten über die Schaffung eigener Infrastrukturen das Quartier prägten und veränderten, wie dabei Zugehörigkeiten verhandelt wurden, aber auch um die Frage, welcher Bedeutung die Quartiersebene überhaupt zukam und ob nicht andere Raumbezüge viel bedeutsamer waren. Mit Blick auf die Zeit um 1900 lässt sich dabei der Arbeiter Vorort Wilmsburg mit der Hamburger Neustadt kontrastieren. Wilmsburg expandierte in diesen Jahren massiv, was dazu führte, dass der überwiegende Teil der Bevölkerung aus Zuwanderern bestand. Damit verbunden war die Schaffung technischer, aber auch sozialer Infrastruktur, vom Wohnraum über Schulen bis zu Vereinen und Gebetshäusern. Ein Prozess, der der Zuwanderung selbst oft hinterherhinkte. Als Beispiel für eine religiöse Infrastruktur, die aufgrund der Migration geschaffen wurde und den Migranten gleichzeitig als Raum der Vergemeinschaftung diente, war die katholische St. Bonifatiuskirche, die in den 1890er Jahren gebaut wurde. Besucht wurde sie primär von polnischen Migranten, die sich darüber hinaus in eigenen polnisch-katholischen Vereinen organisierten und damit eine soziale Infrastruktur schufen, die auf der Religionszugehörigkeit beruhte, aber eben auch auf ethnisch-nationaler Vergemeinschaftung. Demgegenüber war die Hamburger Neustadt weit weniger von steigenden Bevölkerungszahlen geprägt, was nicht bedeutet, dass sie nicht Ort von Migrationsprozessen war. Ihre Funktion als Ankunftsquartier oder genau als Stadtteil, in dem sich verschiedene Ankunftsquartiere, etwa das Viertel rund um den Hafen oder das jüdische Gängeviertel ausmachen lassen, zeigt sich, wenn man die Standorte migrantischer Vereine, Treffpunkte und Institutionen im Kaiserreich in der frühen Weimarer Republik in den Blick nimmt. Das ist so ein bisschen eine Vorherahnung, man kann es wahrscheinlich nicht so gut erkennen. Das ist so ein bisschen eine vorläufige Karte, auf der ich das mal versucht habe, auffallend ist dabei die Ballung solcher Anlaufstellen für polnische Migranten rund um die katholische St. Ansgar-Kirche, also den kleinen Michel. Jüdische Zuwanderer ließen sich dagegen im jüdisch geprägten Teil der Gängeviertel nieder. Aber auch viele regionale Landsmannschaften aus allen Teilen des Deutschen Reiches trafen sich in der Neustadt. Mindestens 18 von den 44 Landsmannschaften, die ich für die Zeit des Kaiserreichs identifizieren konnte, hatten zumindest zeitweise ein Versammlungslokal in der Neustadt. Die Binnenmigranten eigneten sich dabei den städtischen Raum auf ihre Weise ein und pflegten transregionale ebenso wie reichsweite Verbindungen. So hielt die 1899 gegründete Landsmannschaft der Sachsen zur Hamburg-Alphener Umgebend, die sich im Vereinslokal in der Polstraße traf, im November 1903 den reichsweiten Sachsentag in Hamburg ab. Ein von 800 Sachsen besuchter Festzug durch die Neustadt erregte, wie die Presse berichtete, allgemeine Aufmerksamkeit. Welche Perspektive nahmen Migranten auf die Quartiere an, in denen sie lebten? Und allgemeiner, wie sahen generell ihre räumlichen Bezüge aus? Diese Frage verweist insofern auf ein Quellenproblem, das uns immer wieder begegnet, wenn wir versuchen, die Perspektiven der Migranten zu rekonstruieren, als dass gerade in den staatlichen Archiven nur sehr selten diese Sicht der Migranten selber dokumentiert ist. Der Zusammenschluss von Migranten in Institutionen wie Vereinen bietet einen möglichen Zugang. Am Beispiel der polnisch-sozialdemokratischen Vereine im Großraum Hamburg möchte ich dies zeigen. So wurde 1890 in Hamburg ein polnisch-sozialdemokratischer Verein gegründet. Das ist relativ schlecht erkennbar. Da können Sie die roten Punkte sehen auf der Karte. Ich versuche es nochmal zu schildern. Dieser polnische sozialdemokratische Verein wich dann relativ schnell nach Altona aus, da dem Verein verboten wurde, Versammlungen in polnischer Sprache abzuhalten, und mietete ein Lokal in der großen Freiheit an, quasi an der Stadtgrenze zu Hamburg, hatte dort seinen Sitz.
Gleichzeitig bildeten sich weitere Ortsgruppen der polnischen Sozialdemokratie in Wilmsburg und Schiffberg. Schiffberg nicht auf der Karte zu sehen, aber Wilmsburg ganz unten. Im Reiherstiegviertel. Aber die Hamburger Ortsgruppe führte Versammlungen und Feste auch in Hamburger Arbeiterquartieren wie Hammerbrook, der Veddel und Rodenburgs Ort durch. Hier zeigt sich, dass der Aktivitätsradius der polnischen Sozialdemokratie eine Handvoll Quartiere umfasste, in denen jeweils eine größere Anzahl polnischer Migranten wohnte. Und dabei wird auch deutlich, dass führende Aktivisten auch Versammlungen in der ganzen Metropolregion auftraten und es enge Verbindungen untereinander gab. In ihren Reden bezogen sich diese Aktivisten auf die polnisch geprägten Provinzen im Osten Preußens, vor allem Posen, als, wie es in den Quellen hieß, Heimat. Obwohl es sich formal um Binnenmigration handelte und der Großteil der polnischen Migranten preußische Staatsangehörige waren, unterschieden die Aktivisten nationale Zusammenschlüsse auf ihrer Mental Map zwischen der fernen Heimat und der Fremde vor Ort. Noch stärker war dies bei den polnischen Nationalisten der Fall, die ihre eigenen Vereine hatten. Insofern richtete sich die emotionale Bezugnahme vieler Migranten, zumindest die in den Quellen artikulierte, weniger auf das Quartier als auf einen Herkunftsraum jenseits der Stadtgrenzen. Transnationale, stadtweite und Quartiersbezüge bildeten aber keinen Gegensatz, sondern ergänzten sich und erfüllten unterschiedliche Funktionen. In den 1970er und 80er Jahren zeigt sich ein ganz ähnliches Bild. Ähnlich wie die Neustadt im frühen 20. Jahrhundert mit ihrer Konzentration ankunftsbezogener Infrastrukturen eine stadtweite Funktion für verschiedene Migrantengruppen erfüllte, stieg der Bahnhofstadtteil St. Georg in den 70er Jahren zu einem solchen Knotenpunkt migrantischer Anlaufstellen, Beratungseinrichtungen, Läden und Lokale auf. Hier richtete der DGB eine Zentralstelle für ausländische Arbeitnehmer und deren arbeitsrechtliche Beratung ein, und stellte unter anderem italienischen und jugoslawischen Migrantenclubräume zur Verfügung. Das Haus der Jugend St. Georg hatte bereits in den 60er Jahren als Treffpunkt für verschiedene Migrantengruppen gedient. Hier fanden Sprachkurse der Volkshochschule statt. Von zentraler Bedeutung war der Stadtteil zudem für die zwei großen Religionen bzw. Konfessionen, denen viele Arbeitsmigranten angehörten, die katholische Kirche und den sunnitischen Islam. In der Bergmannstraße wurde von türkischen Migranten die bis heute bestehende Zentrumsmoschee eingerichtet und auch die portugiesische katholische Mission hatte ihren Sitz in St. Georg. Hinzu kamen eine Vielzahl an Restaurants, Lebensmittelläden und Reisebüros. Vural Öger eröffnete hier 1969 sein Reiseunternehmen, das in den 80er Jahren als Öger Tours zum globalen Player im Tourismusgeschäft aufstieg. Für die türkische Community war zudem der Imbiss Hasan Bakal auf dem Steindamm von entscheidender Bedeutung. So fungierte das Geschäft für viele Migranten in den Wohnheimen als Postadresse. Also quasi der Imbiss sammelte die Briefe und leitete sie weiter oder nahm sie in Empfang und verteilte sie an die Migranten. Der Betreiber, ein früher Parlamentsabgeordneter aus der Türkei, war zudem Mitbegründer und erster Vorsitzender des Moscheevereins. Ähnlich wie im frühen 20. Jahrhundert war das Quartier dabei nur ein Knotenpunkt in einer Vielzahl verschiedener Raumbezüge. Am Beispiel der Ausländermission der katholischen Kirche lassen sich diese aufzeigen. So waren die Missionen zwar in einem bestimmten Quartier verortet, doch die jeweiligen Pfarrer deckten in ihrer Seelsorgearbeit ein Gebiet ab, das sich über ganz Norddeutschland erstreckte. Also in der Mitte das so eine Karte, Sie sehen verschiedene Orte in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, wo quasi der portugiesische Pfarrer mit dem Auto damals hingefahren ist, um Gottesdienste abzuhalten. Hinzu kamen Kontakte zu den jeweiligen Heimatkirchen. Auch in diesem Fall ist es schwierig, die Relevanz der verschiedenen Räume für die Migranten selbst zu bestimmen. So bezog sich der regionale Wirkungskreis der Mission natürlich primär auf die Aktivitäten des Pfarrers, während die Frage, inwiefern Migranten für Gottesdienste zwischen Orten oder Stadtteilen pendelten, an dieser Stelle offen bleibt. Mit Bezug auf dieses Beispiel so viel gesagt werden, dass es zwei zentrale Gottesdienste in Hamburg gab, in St. Georg und Harburg. Und quasi die Harburger katholische Kirche gewissermaßen eher eine quartiersbezogene Funktion hatte, während aus der ganzen Stadt Portugiesen eben nach St. Georg kam zum Gottesdienst. Abschließend möchte ich nochmal mit Blick auf migrantische Vereine, die zumeist auf Basis einer geteilten Nationalität und auch auf Basis regionaler Herkunft gegründet wurden, die unterschiedlichen Bezüge nochmal deutlich machen. Dabei lassen sich nämlich stadtweite von quartiersbezogenen Vereinen unterscheiden. So
trat etwa das 1972 gegründete Centro Italiano in Hamburgo mit dem Anspruch auf, ein Zentrum für alle in Hamburg lebenden italienischen Migranten zu gründen. 1978 erwarben die Aktiven des Zentrums eine frühere Polizeiwache in Ortensen, die sie in der Folge ausbauten. In den 1980er Jahren wurde dieses Zentrum von Italienerinnen und Italienern aus allen Teilen der Stadt besucht. Zitat: Die Besucher des Centro kommen aus allen Bereichen Hamburgs dorthin. Es kommen einige auch von Billstedt oder Barmen, hieß es in einer Studie von 1986. Gewissermaßen als Kontrast kann der Club Castello angeführt werden, der 1974 im Wilhelmsburger Reiherstadtviertel gegründet wurde von italienischen Migranten, und zwar von italienischen Migranten, die eben nur in diesem Quartier lebten. Ihnen diente der Verein als Treffpunkt, als Möglichkeit der Vergemeinschaftung, etwa über ein gemeinsames Fußballteam, aber auch als Ort, um die deutsche Sprache zu lernen. Die enge Verbundenheit mit dem Viertel wurde deutlich, als die Saga 1980 den Raum des Vereins kündigte und diesem Alternativräume auf der Veddel anbot. Zunächst weigerte sich der Club, diese Räume zu beziehen. Erst als eine eigene Suche gescheitert war, nahm man das Angebot der Saga an. Zitat: So wohl fühlen wir uns da nicht, weil unsere meisten Mitglieder sind hier, gemeint war in Lüneburg, beklagte sich ein Vereinsmitglied noch 6 Jahre nach dem Umzug. Damit komme ich zum Fazit. Die Perspektive auf von Migration geprägte städtische Räume als Ankunftsräume, so lässt sich abschließend festhalten, führt also perspektivisch weg von einem eingeschränkten Blick auf einzelne Viertel oder ein einzelnes Quartier. Das Agieren von Migrantinnen und Migranten beschränkte sich nie auf einen engen Quartiersfokus, sondern war eingebettet in transnationale Netzwerke und Sozialräume. Migranten bewegten sich aber auch innerhalb der Stadt hin und her. Ihre Institutionen waren in regionale, nationale und transnationale Strukturen und Bezüge eingebettet. Die Migrationsforscherin Aisha Schaller und Nina Glick-Schiller sprechen hier von multiskalaren Netzwerken, also Netzwerken, die auf verschiedenen räumlichen Ebenen angesiedelt sind. Welche Rolle kommt unter diesen Umständen dem Quartier als städtischem Raum zu, der weniger durch administrative Verwaltungsgrenzen definiert ist, als durch alltägliche Bezüge, etwa auf eine geteilte Nachbarschaft? Ankunftsquartiere fungierten als zentrale Knotenpunkte für migrationsbezogene soziale Infrastrukturen, manche von ihnen mit Stadtweite, manche andere lediglich mit quartiersbezogener Reichweite. Diese Infrastrukturen und Institutionen waren zugleich Orte der Aushandlung von Zugehörigkeiten, ob in ethnisch, nationaler, politischer oder religiöser Hinsicht. Die unterschiedliche Bedeutung einzelner Ankunftsquartiere für die Gesamtstadt verweist auch auf die Differenzen zwischen Quartierstypen. So lassen sich innerstädtisch zentral gelegene von eher peripher gelegenen Quartieren unterscheiden, industrielle von kommerziell dominierten, Elite von Arbeiterwohnquartieren und Hafen von Bahnhofsvierteln. Mit Blick auf die Diskurse über diese Quartiere lässt sich ein deutlicher Kontrast zwischen der Zeit um 1900 und dem letzten Drittel des 20. Jahrhunderts ausmachen. Vor dem Hintergrund einer Verwissenschaftlichung des Sozialen, wie das Kollege Lutz Raphael es genannt hat, kam es zu einem Boom der Wissensproduktion um die sogenannten Ausländerkonzentrationen. Dabei dominierte bis in die jüngste Vergangenheit eine negative Sicht auf migrantische Quartiere als Problem, als Gefahr und Bedrohung für den Zusammenhalt der Stadt. Erst langsam gewann seit den 1980er Jahren ein Gegendiskurs an Bedeutung der Migration mit Begriffen wie Vielfalt und Farbe positiv besetzte, auch wenn dies zum Teil mit der Aufwertung der Viertel und der Verdrängung der Migrantinnen und Migranten selbst einherging. Damit bin ich am Schluss und hoffe, Ihnen mit diesem Vortrag einen Einblick in das Verhältnis von Migrationsprozessen im städtischen Raum in Hamburg im 20. Jahrhundert gegeben zu haben. Migration prägte und prägt diese Stadt auf vielfältige Weise und eine Erforschung dieser Prozesse steht in etlichen Punkten erst am Anfang. Vielen Dank.